Stell dir vor, du bist Kaiser von Rom. Wen setzt du in wichtigen Positionen ein? Wem kannst du vertrauen? Kaiser Claudius, der die römische Straße durch Südtirol, die Claudia Augusta, gebaut hat, der überraschte alle. Er setzte freigelassene Sklaven als Staatsbeamte ein. Und jetzt stell dir mal vor, du bist einer dieser Sklaven, wirst freigelassen und mehr noch, du bekommst plötzlich einen so hohen Rang. Ich denke mir, dass diese ehemaligen Sklaven bestimmt ihr Glück kaum fassen konnten. Wir sind beim Ziel unserer römischen Straße durch die Bibel, genauer genommen durch den Römerbrief in der Bibel, angekommen. Wir haben gesehen, dass wir von Gott getrennt sind und einen Weg zu ihm brauchen. Dass unsere Zollgebühr so hoch ist, dass sie mit dem Tod bezahlt werden muss. Und dann hat uns Gott aber überrascht, indem er Jesus Christus diesen Preis hat zahlen lassen und so eine Brücke zu sich gebaut hat. Eine Brücke mit direktem Zugang zu ihm. Aber begehen müssen wir sie immer noch selbst. Durch den Glauben an Jesus Christus und an seinen stellvertretenden Tod kommen wir zum Ziel. Der Römerbrief drückt das so aus. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden mit Gott ist möglich. Gottes Angebot steht uns offen. Das abzulehnen, das wäre wie wenn die Sklaven damals zum Kaiser Claudius gesagt hätten, nö, ich will lieber Sklave bleiben, als freigelassen zu werden und eine hohe Stellung zu bekommen. Aber ähnlich ist es auch für uns. Wenn wir Gottes Angebot annehmen, wenn wir anerkennen, dass er den Preis für unsere Schuld bezahlt hat, dann dürfen wir frei sein. Und nicht nur das. Gott verspricht uns in der Bibel, dass er uns dann zu engen Vertrauten macht, die die Ewigkeit bei ihm verbringen dürfen. Verdient haben wir das ganz sicher nicht. Und erarbeiten können wir es uns auch nicht. Aber Gott reicht uns dieses Geschenk entgegen. Nehmen wir es an? Gehen wir diesen letzten Schritt in die Zielgerade? Wenn du Fragen dazu hast und das alles noch besser verstehen möchtest, dann melde dich doch bei uns. Wir freuen uns, von dir zu hören. Vielen Dank, dass du dir den MyInput Impuls angeschaut hast. Wenn du mehr wissen willst, geh auf unsere Website myinput.it oder folge uns auf YouTube, Facebook und Instagram.